Versuchen wir das einfach noch einmal. Und, ja, ich war ja beim letzten Mal schon ziemlich weit. Es ist schön, wenn es einfach so Folgen gibt. Zwei Folgen, in denen ich ein und dasselbe Level spiele. Und es nicht schaffe. Was soll denn das? Nee, jetzt ernsthaft. Wollt ihr das sehen? Oder wollt ihr lieber sehen, wie ich gewinne? Wie ich das Level schaffe, mich freue und dann im nächsten Level wieder erstmal kläglich versage und ja, versuche es irgendwie in die Reihe zu kriegen. Dum 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 dum, Stahlkugel. So, nach rechts, nach oben und nach unten und gut. Ach, wie ist das schön, wenn man ein Leben bekommt. Da, 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 da. Hallo Stahlkugel. Nein, Stahlball. Aber, naja, Stahlkugel ist ja fast das gleiche. Hä? Hey, das ist rausgekommen. Das ist eigentlich voll praktisch. Ich werde jetzt... jetzt das Zeitanhalten-Dings einsammeln. Wow. Diese Dinge einsammeln. Wieder hier runtergehen. Und jetzt... ich gehe vielleicht hier unten lang. Und dann gehe ich hier oben lang. Schneller! Okay. Denn jetzt ist das Viech da, da unten. Und im Moment kann es mich nicht töten. So. Wahnsinn! Ich habe das letzte Teil. Warum ging das nicht eben schon so? Yeah. So, jetzt muss ich hier in den Geheimgang. Und ich muss sagen, jetzt, ne? Nach dem tausendsten Versuch war es gar nicht so schwer. Wo muss ich lang? Hallo? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich gleich wieder in diesem pinken Ding sterben werde. Nein, okay. Hey, ich habe es geschafft und ich habe noch ein Leben. Halleluja! Speichern wir mal. Missile City. Ja, es sieht schön aus. Auch jetzt noch. Ja, freut mich, weil da wieder so ein cooler Roboter ist, der die Treppen rauf und runter kommen wird und da... und Raketen. Sonst noch was? Nein. Okay, die Raketen, die kommen natürlich hier rein. Und es gibt einen Teleporter. Wenn ich jetzt die Flugbahn wüsste, wo teleportiert mich das hin? Nach da unten. Das war ziemlich knapp, Leute. Ich könnte mir hier diese... das hier holen. Und jetzt kommt die Rakete. Roboter, Raketen. Nein, 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 nein. Jetzt bist du da. Okay, aber jetzt kommt hier die Rakete. Jetzt kommt der Roboter. Und ich flieg weg. Vielleicht sollte ich mein Jetpack mal ein bisschen aufladen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Denn dann... nein! Geh da rein. Hier bin ich auch sicher vor allem. Und jetzt ist mein Jetpack wieder voll. Okay. Wenn der Roboter vorbei ist... nein! Ach Gott. Aber ich krieg wieder ein paar Leben. Das ist eigentlich schön. Das hier ist wieder so ein typisches Nervenkitzel-Level. Ja, Level. Diesmal war es richtig, dass ich Level gesagt habe. Weil eben, das war ja einfach nur scheiße. Also man musste auch so ein bisschen nachdenken. Hier kommst du nicht hin. Na, 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 na. Natürlich kommst du dann wieder so, ja. Oh, noch ein Leben. Ach, jetzt lass mich doch mal alleine. Na, oh Gott.
Oh Gott. Das ist furchtbar. So, jetzt hole ich mir noch das. Und hier unten kommt doch außer dem Roboter keiner hin, oder? Hier ist nicht irgendwo so ein Stachel versteckt. Oh, Gott sei Dank. Hey, das ging ja jetzt recht schnell, ne? Ich finde, manche Level sind echt einfach... Oh, das ist Level 30. Juhu, Mission Possible. Ja, wenn das impossible wäre, wäre auch ein bisschen gemein. Dann würde man an Level 30 festhängen. Okay. Ja, manche Level sind einfacher als die anderen. Ha, das ist dieses Federn-Level. Genau, daran kann ich mich erinnern. Das war, glaube ich, dann auch in dieser Demo-Version. Ja, ja, da oben, wo man dann immer... Oh, das ist furchtbar. Man hat kein Jetpack. Ich weiß nicht mehr, ob ich diese Kiste weggebrannt habe und dann über das Ei drüber gehüpft... Ach, jetzt habe ich schon wieder Ei gesagt. Ne? Kaum erinnere ich mich an ein Level von früher. Ich weiß nämlich nicht, ob man hier darüber hüpfen kann oder ob es zu niedrig ist. Oh Gott, ich muss laufen um mein Leben. Lauf um dein Leben, kleiner blonder Kerl! Ja, genau, dann habe ich mir mal das geholt und ja, ich erinnere mich. Und dann kann man hier irgendwie nach da unten und das Blau einschalten. Ich weiß leider nicht mehr, wofür das gut ist. Soll ich es einfach mal versuchen? Und gucken? Ich meine, entweder bringt mir das jetzt irgendwas... Ah, ich kann das einsperren. Ja, schön. Ja, ich meine, schlecht ist es nicht. Ach so. Hüpfen bringt mir nicht so viel. Ja. Wenn man die falsche Taste drückt. So, dann sammeln wir die goldenen Taler ein. Und dann geht's nach hier oben. Ah, verdammt. Na, jetzt hüpf doch. Ja, los. Ist immer schön, dass so ein paar Level eingebaut sind, wo man kein Jetpack hat. Ich meine, dann muss man halt mal ein bisschen hüpfen und es ist ja trotzdem möglich. So, jetzt sollte ich versuchen, keins von diesen Viechern zu befreien. Das wollte ich sagen. Leider geht das hier immer wieder so schnell zu und hier geht natürlich die Rolltreppe. Oh, jetzt habe ich Jetpack. Das ist natürlich für das Level eigentlich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt mir irgendeinen Vorteil bringt. Ja, ich kann jetzt hier so hoch. Und da kann ich hier so... Hui! Ja, das ist jetzt eigentlich schade. Und jetzt kommt dann noch eins. Also, ich hätte das auch unten durchgespielt. Keine Frage. Jetzt kommen wieder diese scheiß Federn. Und jetzt möchte ich auch noch gerne die Zeit anhalten. Was für ein Luxus! Nachdem ich eben 3 Folgen lang in dem Level immer gestorben bin. Naja, ich glaube, es waren 2 Folgen, in denen ich immer gestorben bin. Haha! Oh, das hier ist so gemein. Ich habe hier immer richtig Bammel vor. Immer. Meine Freundin immer, jetzt. Oh, jetzt haben die sich auch noch so aufgeteilt. Nein, kommt wieder, geht wieder, macht ab. Ihr müsst den gleichen Rhythmus haben. So ist es doch voll mies. Bitte. Ich wollte eigentlich nur einen Schritt näher, aber... Das war mein Untergang. Ich glaube, das lag nur jetzt daran, dass ich Jetpack hatte und Zeit anhalten. Jetzt wollten die nicht, dass ich das schaffe. Gemein. Los geht's! Hui! Hüpf und wuff. Und hüpf und lauf um dein Leben, kleiner Mann. Sammel die goldenen Dinge ein, Taler. Brenne dich durch den Stein. Ja. Ich weiß nicht, naja. So sehr nervt es nicht, dass es da jetzt die ganze Zeit her wackelt. Der Stahlball. Ja. So, ich finde es irgendwie schade, dass hier keine Musik ist. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich meine, mit Musik so im Hintergrund wäre das irgendwie ein bisschen netter. Also, ich habe überlegt, ob ich irgendwelche andere Spielemusik im Hintergrund laufen lassen soll, aber weiß nicht. Ich nicht dran. Schade, eben kam ich dran, weil ich Jetpack hatte. So, auf die Kiste. Und lauf um dein Leben, kleiner Mann. Ja, die Kisten, die sind eigentlich ganz nett. Ach, schade. Ja, so, Feder, hallo. So sieht man sich wieder. Aber die hat mir ja eben auch nichts getan. Es waren ja die da oben. Die blöden Federn. Mann. Ja, genau so habe ich das immer gemacht. Man will ja dann auch die goldenen Taler einsammeln, ne? Wenn es hier nur ein so ein grünes Steinchen gibt.
kann man ja alles andere noch einsammeln. Hopp. Und hopp. Boah, das ist jetzt wieder... Oh, ich hasse es. Wirklich. Wieso sind die denn jetzt so unsynchron? Asynchron? Desynchron? Nee. Das ist doch gemein. Nee. Kann ich nicht durchgehen. Die müssen jetzt erstmal wieder zusammenfinden. Komm, ihr habt euch doch lieb. Ja, so sieht das schon besser aus. Ja, genau. Und jetzt ganz vorsichtig. Und ich kann ja auch nicht durchrennen, weil da schon wieder die Nächsten kommen. Boah. Ein Schritt näher, okay. Hui, 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 hui. Die gehen jetzt auch gerade zusammen, ne? Ja, gut. Okay, ich muss mich jetzt trauen. Denn sonst ist gleich wieder zu spät. Und jetzt warten wir das hier noch ab. Das ist blöd. Ich stehe hier rum und muss abwarten. Ja, gut. Jeopardy. Oh, oh. Die gehen schon wieder auseinander. Wo ist was erschienen? Ich sehe das nicht. Ist es schon wieder weg? Bin ich blind? Ah, da. Rechts oben in der Ecke, ja. Jetzt ist es weg. Das war Zeitanhalten. Naja, so schnell wäre ich jetzt nicht da gewesen. So, ihr Federn. Jetzt, kommt mal wieder zusammen. Hüpft mal wieder gleich. Wieso gehen die eigentlich immer gleich und dann sind sie wieder ungleich? Verstehe ich nicht so ganz. Ja, so sieht es schön aus. Und jetzt. Ah. Bitte. Ey, wenn die letzte mich tötet oder die da unten oder diese Stahlkugel. Ach, jetzt soll hier nicht immer was erscheinen. Wo ist es denn? Ich sehe es überhaupt nicht. Ja, ist vielleicht besser so. Jetzt habe ich natürlich meine Chance verpasst. Ich muss mich konzentrieren. Boah, Leute, jetzt habe ich es gesehen. Aber warum? Wollen die mich eigentlich verarschen? Wollen die sagen, los, lauf durch die Federn. Du willst es haben. Ach, was ist denn jetzt hier mit diesen Federn? Hm? Schaffen sie es jetzt mal? Ja. Gut so. Und jetzt laufe ich durch. Und jetzt sind die natürlich wieder auseinander. Mann, ist das hier anstrengend. Also eigentlich stehe ich nur blöd rum, aber... ich weiß nicht. So, kommt schon. Ich möchte das hinter mir haben. Bitte. Okay. So, die werden schon mal überstanden. Jetzt ist da noch eine. Man sollte sie nicht unterschätzen, weil hier ist eine blöde Rolltreppe, die nach unten führt. Das heißt, ich kann nicht oben stehen bleiben. Also, kann ich schon, aber ich weiß nicht, wie schnell ich jetzt hier rauskomme. Und... Okay, das ging doch. Wow, so, wie komme ich jetzt an diesem scheiß Ei vorbei? Ja, es tut mir leid, dass ich schon wieder Ei gesagt habe. Ich muss da drüber hüpfen. Wenn das jetzt mein Tod gewesen wäre... Ach, ich kann noch oft sterben. Ich muss jetzt hier nach oben. Kacke. Ich muss hier hoch und dann muss ich hoch und dann muss ich nach rechts. Genau. Gott sei Dank. Und jetzt kann ich auch in den Ausgang gehen, denn hier ist eine Stufe. Und damit wäre dieses Level beendet. Und ich habe ein Leben bekommen. Wunderschön. Das ist schön.